Letztes Mal haben wir an dieser Stelle aufgehört und genau da machen wir weiter mit mehr Automatisierung. Hallo zusammen, mein Name ist Fitz Fuchs und mit Mojito gibt es wieder ein bisschen Plate-Up. Hallo, schön, dass du mitmachst. Ja, hallo auch zusammen. Und wir sind eigentlich jetzt soweit schon fertig, ne? Wir haben letztes Mal alles umgestellt. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, um es mal so Können zu gerne nochmal eine sagen. Proberunde machen. Ja, können wir. Stimmt schon. Warte, einen Moment. Lass mal laufen, genau. Sieht gut aus, oder? Ja, also eigentlich schon. Es läuft auf jeden Fall alles. Ich war zwar gerade am Anfang gerade ein bisschen geschockt, aber nee, es läuft ja. Dann leave practice mode. Ja. Also wenn du dann hinten und hi der Joto, schön, dass du reinschaust. Hallo. Wenn du mit vorkommst, Ja. dann machst du die unteren zwei. Wenn dann erstmal den unteren, ja. Ja, aber selbst wenn ich oben dabei bin, wenn du zwischendrin funkst, dann bringst du mich durcheinander. Weißt du, ah, ich mach den oberen und dann was, wie, und dann bin ich Nee, durcheinander. nee, nee, nee. Also wenn, dann mache ich komplett den unteren. Oder ich sag mal, du nimmst jetzt hier an, läufst hoch und nimmst den, dann sage ich, ich mach Zwiebeln. Dann mache ich aber auch nur für den, wo du angenommen hast und nicht noch für die hier oben. Ja, okay, Also ich kann es mir eigentlich gar nicht erlauben, nach ganz aber oben dann zu maximal laufen. hier unten, weil wenn wir uns hier oben Ja, rumeiern, nur für dann die geht's. beiden, nur die Okay. Vorbe, nur für die Ja, unten beiden, nur für die unten okay. beiden. Weil Wenn ich überhaupt, wie glaube, gesagt. du bist jetzt so schnell, dass du so viel Pizzen im Überfluss hast, dass zu kopieren ist, glaube ich, nur zweimal, nämlich, nee, dreimal. Dreimal. Die Matte und die beiden Ja, die Matte und die Förderbänder. beiden Förderbänder. Ja, Das heißt, du kannst dann da schon ja. aushelfen Halt, und. nein. Wieso? Ach Quatsch, hätte ich auch anders machen können, warte. Willst du jetzt das Tauschen und das andere kopieren oder was? Nee, das Ja. nicht. Ich will aber das Käse noch kopieren, weil das ist nochmal eine Blaupause mehr, die wir morgen dann gleich zum Rollen benutzen können, theoretisch. Du musst ja was You anderes know? wegstellen. Ja, kann ich ja, ist ja voll. Passiert ja nichts dran. So. Na dann. Gibt es nur. Es gibt Pizza. Ich glaube, Nudeln gibt es gar nicht in dem Spiel bisher, ne? Nee. Stimmt, da haben wir was vergessen. Was? Oh ja, Ausrufezeichen. Visit, Tatsache. Wer Bock Ich hab's hat. mir extra noch im Chat geschrieben, Wer Bock hat, da er auftaucht, Ausrufezeichen Visit, richtig. Warum ist auch schon da? Hallo? Warum gibt es kein A? Weil er da oben geschrieben hat. Okay. Ich habe noch eine weitere Mod installiert, die werde ich dann nochmal anpassen nach dem Stream. Und zwar kann ich jetzt Schatten hinterlegen hinter generierten Text im OBS. Und der Schatten war mir ein Ach so, Ticken. ich Genau, dachte schon hier. jetzt hier Hi, in. Old Hannibal. Hi, Hannibal. So, da hat Oh, das sieht direkt besser aus. mit dem Schatten, meinst du? Ja, mit dem Schatten Weil man finde es ein ich bisschen wesentlich besser besser lesen wie kann. Ja, aber vorher. ich glaube, der Schatten ist zu kräftig. Das weiß ich noch nicht. Da muss man gucken, ja. So. Dann, auf los Okay, geht's fangen wir los, an. ne? Warte, ich trinke noch einen Schluck Ja, ich Tee. bin soweit, du. Ah, ich muss so den Schuhen. Nee, warte. Ich gehe zuerst forschen. Ich gehe zuerst kopieren. Weil ich habe eine Pizza da und es dauert, bis die Leute kommen. Da kommen Mojito und Sayoto. Da muss noch einmal kopiert werden. Ne? Die große Zwiebeloffensive. Was für Traum? Natürlich Zwiebel. Was will ich? Oh.
Das war eine krasse Zwiebeloffensive. So viel Zwiebel, dass ich gar nicht hinterhergekommen bin. Oh, was wollen die hier unten nochmal? Ja, wie immer, nach der Runde kann ich mehr auf den Chat eingehen. Jetzt wird's gerade schwierig. Aber das wisst ihr ja bei Playdub, ne? Also besonders in dem Zustand des Spiels. Und wenn wir hier drauf gehen und es ist noch Zeit, fangen wir noch was Neues an. Ja, Hot Dogs oder irgendwas, überlegen uns was. Aber hat sich dann erstmal ausgepizzert. Taylor, wäre noch eine Idee? Können uns bald so einen Teleporter kaufen, ne? Erstmal die Runde überstehen, aber das Problem ist, dann haben wir nur einen, es fehlt der zweite. Also das ist mir schon klar, das ist mir schon klar. Aber hey, wir konnten ihn uns offiziell mal kaufen. Das wäre schon mal was, ja. Also gerade gehen aber aktuell ziemlich die normalen Pizzen, hey. Ich werde übrigens, ich habe es gestern schon mit Morino kurz besprochen, ich glaube offstream, ich werde noch Dinge bei den Kanalpunkten ändern müssen, weil ich habe gesehen, so ein Poster Lebensgröße, ich bin 1,90, geht bei 140 Euro los. Ich habe das als Gag eingetragen gehabt, dass ihr auf was habt, auf das ihr sparen könnt, und da habe ich gedacht, komm, so was 20, 30 Euro kostet, drauf geschissen, ja. Dann, scheiße. Oben. Und hab gedacht, wenn sowas 20, 30 Euro kostet, dann komm, dann mache ich das, wenn das mal einer einlöst. Aber 140 Euro ist mir der Gag dann auch nicht wert, also werde ich das irgendwie anpassen. Also es wird kein Poster in Lebensgröße geben. Aktuell ist es noch so, dass es da steht, wenn ich Zeit finde, ändere ich das ab in eine andere Art von Poster oder so. Was Kleineres halt, was bezahlbar ist und auch ein Gag ist halt. Aber ich denke, ihr könntet verstehen, dass man 140 Euro ist dann doch ein bisschen too much. Wäre was anderes, wenn dir 20.000 Leute zugucken würden. Das ist was anderes, ja. Dann steht 140 Euro auch nicht mehr so in Relation, aber für das, was ich hier als Hobby mache, ne, so ein bisschen als Gag hier streamen, da, ja, ne, ist das dann doch ein bisschen viel. Kann ich abstellen. Jetzt. Nein! Alter, du hast fast versaut. Na, kann doch gar nicht. So ein Teller mit was belegten kann ja nicht weggezogen werden. Das ist der Vorteil. Puh, na, immerhin, ey. Ja, ich hatte gerade auch. Pizza, Salami und so. Oh, fuck. Ja, gar nicht drauf geachtet. Wir haben es ja noch nicht automatisiert. Stimmt, da ist ja was. Oh, fuck. Jetzt brutzel aber hier. Ah, das passt schon. Das passt schon. Hm.
jedem ein bisschen. Boah, da kommt noch ein ganzer Schwall, ey. Ah ja, die nach Feierabend kommen. Die überfleißigen Studenten, so war das doch, oder? Das ist, glaube ich, auch so ein Berliner Ding, dass die bewusst lang schlafen und dann abends sagen, ja, ich gehe noch überteuert zum Späti. Und dann sich wundern, dass sie kein Geld haben. Alles so teuer ist. Ich glaube, es ist ein reines Berliner Studentending. Eine normale brauche ich noch ganz unten. Nice ist. War es einmal rot? Nein, unten die Warteschlange war nicht einmal. Es war eigentlich konstant sehr tief unten. So. Ja, wir kaufen die Förderbänder, ja. Wie immer. Richtig. Und die Matte. Und die Matte, wie immer. Brauchst du noch eine? Ja, ne? Nicht direkt. Ich bräuchte, aber ich glaube, du brauchst ja, dann noch nehmen, eine. Ich brauche nicht. Ich hantiere die ganze Zeit nur oben auf den drei Matten rechts. Also theoretisch gesehen könntest du noch eine vierte, eine zweite. So, und jetzt alles das Doppelte. Halt, was, wir hätten genug Geld für den ersten Teleporter. Oder wir würfeln. Lass noch einmal würfeln. Alles, was doppelt ist, raus also. Mhm. Könnte einen Tisch gebrauchen. Ja, Tische wären auch noch was, was wir forschen könnten auch. Für mehr Geld. So, haben wir noch was für raus? Nee, ne? Nee. Na, dann würfel mal, komm. Ja, es sind nur 15 pro Bild jetzt. Da hätten wir nochmal eine Vorbereitungszone. Zwiebeln hätten wir nochmal, was haben wir sonst? Jetzt kommt der Portionierer, wenn wir nicht mehr brauchen eigentlich. Ne, brauchen wir nicht mehr. Aber wobei, wenn die Pilzepizza nochmal kommt, oder lass es noch einkaufen. Der kostet ja nichts. Ja, kostet nur 60, ja. Was willst du? Oh, Alter, du hast einen. Und willst du diese Zone jetzt nochmal haben oder nicht? Zum Gefrieren? Die hier? Nee. Aber sie einmal weggeschmissen hatten und du gemeint hast, ach, hätten wir sie noch. Okay. Ja, dann hätte ich unten unabhängiger von dir arbeiten können, aber das ist aktuell nicht nötig. Dann würfel weiter, komm. Noch einmal? Klar. Ist doch nichts. Da. Hier und den Mixer. Kaufen oder was willst du damit? Ja, für die Zwiebeln, weil dann werden die auch direkt auf den Kombinierer gedrückt. Heißt, wir sparen uns wieder ein Förderband damit. Okay. Wenn denn dann es soweit ist. Nochmal Käse brauchen wir nicht. Nee, Käse bräuchten wir nicht. Das, was wir bräuchten, wäre eigentlich nochmal. Warte, den Transportmixer. Wir haben einen Mixer über. Dann könnten wir die Soße auch doppelt befeuern. Dann wird es schneller gehen. Warte, also. Ich denke natürlich jetzt auch ein bisschen utopisch, muss ich mal so dazu sagen. Ne? Ach. Die bin ich ja gar nicht von dir gewohnt. Ein Schelm, wer Böses denkt. Wir könnten die Bohnenmaschine upgraden und dann draußen putzen lassen. Dann ja. Oder warte mal, können die durch Schmutz langsamer werden? Oder haben wir das drin, dass die... Die Gäste? Traum, du hast dazu gesehen. Können die langsamer werden? Weil dann müssen wir den Boden putzen, sonst dauert es zu lange. Ja, brauchst du noch auf Escape und dann Karten. Aktive Karten. Pizza, Empathie. Geduld der Gäste wird ausgeblendet. Preiswert. Zwiebelpizza. Spritzzone. Saure Einbedecken, größere Bereiche.
Ansturm, mehr Gäste zu Beginn des Tages. Rabatte, 25% weniger Geld verdienen. Geschäftsschluss, Gäste können nach Geschäftsschluss kommen und hohe Standards, Essen verbrennt 100% schneller. Nö, haben wir nicht. Außer oben noch einen freien. Der kommt hier rein, das kommt raus. Wir wollen die Bänder ja nicht updaten. Wir wollen die nur kopieren. Achso. So. Ach fuck. Was da? Gehört doch gar nicht dahin. Hä? Was ja, warte. Das. So. Warte mal. Geht aber auch nicht, was ich vorhab. Kann man den überhaupt noch upgraden? Nee, den Teleporter kann man nicht mehr upgraden, richtig? Nee, aber den. Ja, nee, kann man nicht. Den gut. Kann man nur noch kopieren. Gut. Wie ist die Zusammenarbeit, okay? Freut mich. So. Dann tun wir nämlich nur einmal updaten. Was machst du denn jetzt? Ja, warte, ich gucke gerade was. Oder ich versuche gerade was, sagen wir es mal so. Das. Weil es wird nicht jetzt aktuell, aber es wird definitiv an der Soße später hängen. Kann gut sein. Wir müssen da. Weil, guck mal, der Pizzateig ist sofort fertig. Danach fehlt es dann am Käse. Aber der Käse ist ja da unten und wird. Theoretisch gesehen bräuchte man auch noch einen Schnellmixer für den Käse, damit der schneller geht. Und da bräuchte man auch noch einen zusätzlichen Förderband. Aber es wird definitiv am Dings hängen. Aber jetzt noch nicht, aber, oder? Nee, jetzt noch nicht. Oh, jetzt setze ich mich fast fest. Aber warte mal, könnten wir nicht da oben noch mit einem Dings arbeiten? Geh für deinen Lurk-Kannibal? Ich glaube, du bist schon drin im Besit. Wenn der so reingehen würde. Willst du nicht generell machen, dass er automatisch die Pizza rüberschiebt jetzt? Hä? Ja, aber das wäre ja dann nur die ganz normale Pizza. Nö. Doch. Okay. Warte, wir bräuchten noch ein geknicktes und zwar ein linksrum geknicktes. Nee, das halte ich für keine gute Idee. Das brauchen wir aktuell noch nicht. Ich würde eher gucken, dass die Pizza jetzt generell hingeschoben wird, automatisch. Ja, gut, können wir erstmal machen. Läuft ja dann da oben immer noch. Warte. Du hast doch jetzt. Warte. Du wolltest die Zwiebeln direkt schieben, hast du gesagt. Oh ja, es war dumm. So. Wo ist denn jetzt der Kombinierer hin? Jetzt fehlt mir mein Kombinierer da oben. Wo ist der denn? Ach, da hinten in der Ecke, okay. Nee. Das, was du machst, ist schon mal definitiv nicht, gar nicht richtig. Wieso? Weil du dann da mit dem dann machst du hier automatisch immer instant sofort Zwiebelpizzen. Dann haben wir keine normalen und gehen drauf. Ja, warte doch mal. Es soll ja nicht so bleiben. So. Jetzt brauchen wir einen Kombinierer. Hier sind. Ja, schon. Nee, ist aber auch falsch. Weil hier muss erst noch ein Förderband, der sieht, okay, hier sind. Obwohl, das könnten wir auch hier machen. Warte mal. Ja, das ist so war mein Gedanke, ja. So, da ist der Intelligente. So. Der Intelligente. Der guckt, da ist eine fertige Pizza, nehme ich, ziehe ich darüber. So, da muss hier aber noch eine rausgezogen werden. Sobald da eine Pizza ist. Aber dann zieht er die nach
Frage ist, tut er auf dem Förderband kombinieren? Nein. Ja, vielleicht. Weil dann würden wir wieder alles eins vorziehen, weißt du, und dann würde der so kombinieren. Ja, aber wenn der das dann hier runterzieht und zu dem Zeitpunkt ist da noch keine fertige Zwiebel. Auf jeden Fall ist da eine Zwiebel fertig. Auf jeden Fall. Überleg doch mal, wie lange das brutzelt. Achso, ja, wir müssen noch rumdrehen, ja. Ja, ja, aber solange da nichts ist, was da brutzelt, kann es sein, dass es sich leer zieht. Darum geht es. Müssen wir mal testen. Komm, wir testen mal. Warte. Nee, warte. Warum? Lass du erst. Ich kann da nicht laufen. Das ist Quatsch. Ich brauche ja Platz. Für was? Wir sind im Übungsmodus. Wenn die Pizzen vorne nicht ankommen, gehen wir so oder so raus. Da brauchst du da vorne nicht laufen. Und, also. Dreh mal. So, man muss natürlich auch noch programmieren. Das hätten wir vielleicht auch noch vorher. Okay, ist programmiert. Passt. So, passt. So, und jetzt kommt erst die normale erste Pizza. Aber es läuft. Also, wir haben Pizzen jetzt automatisiert. Aber ebenfalls nicht. Genau das ist das Problem. Weil, was ist denn? Nee, Quatsch, hier wird's ja immer zur Zwiebelpizza, richtig. Ach so. Kann nicht stocken, oder? Nee, es kann nicht stocken. Ja, es funktioniert. Gut, dann können wir die ganzen Schmutzmatten nach vorne holen. Einzige, was passieren kann, ist, dass es uns leer zieht hinten. Ja? Also dass wir mehr Pizzen rausgeben, als dass wir produzieren, dass wir da zu langsam sind. Dann müssten wir auf eine zweite Kochstelle gehen. Wir haben doch zwei Kochstellen. Nee, auf vier meine ich. Ja, au. Das ginge sogar. Ja, klar. Okay, müssen wir auf lange Sicht planen. Weil da käme oben drüber und unten drunter noch eine Kochstelle und dann jeweils nur mit einem abgeknickten Förderband. Mit einem abgeknickten Förderband, ja, zurück. Ja, natürlich. Theoretisch gesehen könnten wir dann aber von jeder Speise, also einmal, wir brauchen einmal Tomaten, wir brauchen Mehl, nee, nicht unbedingt, das kann man in der Mitte dann auseinanderziehen. Einmal Käse noch, Käse haben wir schon. Ne? Warum? Brauchst du doch gar nicht, guck doch mal. Du ziehst, weil der brutzelt doch immer viel länger. Du ziehst von hier einfach noch eine weg und brutzelst die hier. Und von oben ziehst du dann auch eine weg. Ja, wäre auch eine Option. Aber dann dauert es richtig lange, weil er zieht erst. Ich weiß, dann dauert es lange, bis er die Dings macht. Aber das kann man ja drehen. Weißt du? Dann stehst du halt hier zu Anfang und drehst das eine erstmal raus. So, aber das heißt, wir können die Schmutzmatten nach vorne schleppen. Jo. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, hinten ist jetzt gar nichts mehr zu tun. Oben. In der Mitte sind ja drei. So, das heißt, hier muss ich eigentlich nicht mehr ran. Wir haben sogar aktuell noch einen Mixer über. Schnellmixer sogar. Ja, aber wenn wir den einbauen wollen, dann müssen wir, zum Beispiel, den würde ich beim Käse gerne einbauen, aber dann müssen wir noch ein weiteres Förderband oberhalb dann einbauen, dass der dann den Käse weiter transportiert, weil die hier mixen richtig langsam hier, die. Warte mal. Willst du dann normales oder willst du ein Smart draus haben? Warte, was ist das? Das ist. Blick mal ab. Genau, das falsche. Das ist ein Greifer. Ja, wir machen Ecke draus. Nicht da. Doch, wir müssen noch eine Ecke draus machen. Nimm was anderes. Warum? Weil das auch geforscht werden muss. Ach so. Und was ist das unten? Unten die Forschungsmatte kann man noch nicht forschen, oder? Nee, aber ich muss dir irgendwo was hinstellen. Das ist auch kopiert. Ja, aber warte mal, hier, das ist Käse, den würde ich aber gerne irgendwie auch noch kopieren, wenn das möglich wäre. Doch gar nicht. Nee, ist nicht möglich. Ja, doch, wenn wir das hier hinstellen, warte. Und dann? Wenn wir das hier hinstellen, dann willst du dann kopieren? Einen Moment, warte. Jetzt really? Müssen wir das nur mal gerade kurz im Übungsmodus üben, ob man dazwischen kommt. Du hast gerade abgehakt. I'm the hack. Du hast gelacht, ja. Ja, irgendwie spinnt mein Headset im Moment. Das aktiviert sich nicht immer so, wie es soll. Nein, ich merke es gerade. Naja, ist ja egal. Dann machst du die unteren. Aber jetzt haben wir folgendes Problem. Was denn? Wir kommen mit den Tellern nicht mehr hinterher. Ich hatte schon einen leichten Stau. Was heißt Stau?
Hier, dass die Teller hier so lange gestaut waren, dass ich hier nichts mehr ablegen durfte. Weil da die Schmutzteller waren. Wir sind doch zu zweit. Ich mach die unteren beiden fest. Du hast die Hand, die Gummistiefel an. Darum geht's ja nicht. Dann hab ich trotzdem den Stau. Aber du kannst sie dann hier so reinlegen, guck. Und dann drehst du das wieder. Nee, das geht auch nicht. Mhm. Wenn ich einen Stau habe, weil hier alles voll ist, dann bringt nichts, dass ich da oben was reinlegen kann. Staut es sich denn? Das hat sich bis hier, da wo ich stehe, hat es sich gestaut. Die Schmutzteller. Ja, aber dann war doch... Weil die Bänder zu langsam sind. Nicht, weil es nicht abgearbeitet hat, sondern weil es zu langsam dauert, das wegzuziehen. Ja, deswegen, dann brauchen wir die Teleporter hier, dass die nicht hier in die ganze Reihe rein, sondern hier wegteleportiert werden, nach hier oben direkt und dann von oben andersrum. Zum Beispiel, ja. Oder wie gesagt, ab jetzt können wir ja immer sparen, dann können wir den unteren Tisch gleich schon rausnehmen, dass der hier unten bedient wird. Zack. Weißt du, was ich meine? Dann machen wir hier unten nochmal dieselbe Kombination wie oben mit den Spültellern. Könnten wir auch machen, ja. Okay, egal. Lass uns jetzt erstmal hier beenden. Knopf. Und dann gibt's jetzt Pizza. So. Warte mal. Was? Wir haben noch Geld. Was machen wir denn hier unten mit? Nix. Wir brauchen nix. Ein Portionierer haben wir noch für harte Zeiten. Einen Käse haben wir auch, ne? Käse haben wir sogar noch zu kopieren drin. Und da liegt er noch zweimal. Du wolltest ihn nicht kaufen. Brauchen wir auch nicht. Ja, wir könnten ihn kaufen. Ja, wozu? Aber wie gesagt, wir bräuchten Käse, wir bräuchten Tomaten. Käse und Tomaten. Also als nächstes, wenn mal Tomaten... Käse haben wir ja safe drin. Wenn Tomaten kommen, nehmen wir die auch. Mit Mehl kann man noch arbeiten, wenn man davon nur eins hat. Okay. So, ich kopiere erst und forsche. Und dann... Lass mich forschen, geh du kopieren. Ich zieh die Schuhe an und geh dann zu kopieren. Also forschen meine ich. Wir haben ein Problem. Was denn? Es dauert sehr lange, bis die erste Pizza normal kommt. Merkst du? Das meine ich, wenn ich. Und das kannst du verhindern, indem du eine zweite Reihe Tomatensauce. Es hängt nämlich an der Tomatensauce. Und am Käse auch, logischerweise. Wenn es mal läuft, dann läuft's. Ja, der Anlauf ist immer das Problem. Aber wir könnten ja noch irgendwie eine zusätzliche Pizza in einen Gefrierer oder so tun. Also noch einen Gefrierer einbauen in die normale Pizzareihe. Weißt du, was ich meine? Achso, wenn wir nochmal einen hätten, klar. Ich weiß, wie wir das Problem wohl gleich lösen. Aber wir brauchen dafür mehr Tische. Scheiße. Einen Tisch brauchen wir gleich noch. Ja, ich weiß, was du vorhast, ja. Ich mach. Es staut sich auch. Das hätten ganz normale Förderbänder gereicht. Scheiße, Alter. Egal. Sollen wir uns auf den englischen Kreisverkehr hier oben drin einigen? Weil dann laufen wir uns nicht ständig gegen die Fresse. Ich mache ihn aktuell gerade langsam, weil wir nicht genügend Teller haben. Wir kommen auch gerade an keine mehr dran. Scheiße. Wir müssten aber trotzdem Spülbecken da oben noch einintegrieren. Mhm. Weil dann geht's wieder was schneller.
falsche genommen. Jetzt will hier jeder normale, ey, ich glaub's nicht. Will eine normale Pizza. Ich mach normale. Unten will normal. Moment. Oder machst du selbst? Okay. Ich mach. Verdammt. Waren wir schon los. Nee. Echt? Mal drauf gegangen? Ja. Auch schade. Ja. Schade, aber hey, weit, ziemlich weit in der Automation von allem gekommen, ey. Bin sehr weit gekommen, ne. Schade. Wir waren ja, Garagenteil. Ich konnte halt nicht abstellen wegen dem Teller, ne. Es hat dann zu lange gedauert. Ja, wir hätten vielleicht doch noch mehr vorne drauf gehen müssen. So, was nehmen wir denn mit? Laden bietet regelmäßig Transportbänder auf jeden Fall. Wir schmeißen das weg. Wir machen eh keine, wir fangen eh immer wieder von vorne an. Ja, hast du auch wieder recht. Also, Franchise wegwerfen. Gibt immer eine gute Erfahrung, ne? Ja. Die wir uns auch nichts kaufen können, aber ja. So, Kitchen Designer Laden, ne? Ah, ich wollte es ja nochmal umstellen. Warte mal. Was umstellen? Ach so, nochmal im. Ja, ja, aber da gibt es doch so eine Webseite. Die habe ich jetzt natürlich nicht auswendig. Moment. Ach, Kuchen, das hatten wir doch letztens. Nee, das machen wir auf gar keinen Fall. Designer. So. Die Webseite. Burger wolltest du doch machen, ne? Oh, zum Beispiel. Ich bin da ein bisschen schmerzfrei. So, jetzt. Wie kann ich. Machen wir nochmal Pizza. Kann ich meinen Code nicht laden? Warte mal. Will ich mich nicht nochmal alles neu bauen müssen? Das ist so lange her. Advanced. Provide Setting ID, Provide Layout ID. Okay, theoretisch gesehen habe ich was. Moment, ich muss mal hier meine Cloud. Nee, Quatsch, ich habe das, glaube ich, bei Dings reingelegt. Stream. Da habe ich dann Spiele. Da müsste ich, glaube ich, die ID da. Kitchen Designer Code. Also muss ich, glaube ich, irgendwie laden können, dann kann ich den editieren, weil ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert. Kitchen Designer Visit. Kann das irgendwie laden? Aber ich weiß nicht mehr wie. Muss ich den jetzt wirklich nochmal komplett neu bauen? Das ist doch scheiße, Mann. Nee, du hast doch irgendwo so ganz langen Code. Den musstest du mal eingeben. Ja, aber den kann ich hier eingeben, aber wir wollen es doch noch umbauen. Das ist doch mein Problem. So.
Da müsste ich alles nochmal bauen. Das ist halt scheiße. Hier, klar kann ich hier drauf gehen, aber da haben wir wieder das. So. Und jetzt dann lass das doch erstmal. Nee, dann ärgern wir uns wieder. Also lass mich mal kurz gucken. Wegen der einen Wand doch nicht. Doch. So, mein Kitchen Designer. In 2 Minuten investieren wir. Und die Webseite ist so langsam. Und jetzt soll ich mir die Tipps sagen, der Vogel, ey. Also, Dining ist ID 2. Wie viele Felder sind es denn hier? Also, warum muss ich das Ding auch drehen, ey? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 im Gästeraum. 8, 10. Ich glaube, 11 sind es hinten, oder? 3, 6. Warte. 3, 6, 9, 10, 11. Ja, mach vorne im Gästeraum 7 wieder und hinten machst du einfach 12. Wir können im Gästeraum eine weniger machen, oder? Sogar. Nee, eine ungerade Zahl ist immer besser wegen den Tischen. Drei, die Tische. Oder? Warte mal, 3 Tische lang. 1, 2, 3. Theoretisch gesehen sogar 4 und 1, 3. Ja. Nee, 7 muss es schon sein. Damit eine 3er-Tischreihe und. Oder? Warte. 3, besser wären sogar 4 und eine. Eigentlich ist das okay. Genau die Ideallänge so. Und wie lang? Nee, 1 weniger. Mach 6 lang. 6 lang. 9, 10 und 11 sind's, oder? 12 sind's. Also machst 13. 13 auf 13 die Küche? Nein. 13 auf 13. Wenn wir es zu groß machen, dann zoomst du zu weit raus. Das hat uns gestört. Nee, mich nicht. Doch. Okay, also 6 hast du gesagt. Auf. Ja, 6 der Gästeraum. Auf 13. Auf 12. Mach mal 13. Nee, machen wir nicht. Das haben wir ausprobiert. Das ist scheiße. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 46 mal 46 10, machen. 11, 12. So. Okay, also Kitchen. Kommt dann jetzt der Rest, warte. So, und wie Tier, aber da haben wir gesagt, 11 waren es. 1, 2, 3, 6, 5, 6, 9. Kann ich mal eben kurz 5 Minütchen AFK? Mach doch, ja, ich brauche hier noch. Gut, also lass aber hinten diesen kleinen extra Kabuffraum einfach mal weg. Nein. Weil die Mauern. Ja, aber sonst ist Kacke. Ein bisschen brauchen wir auch. So, ich zieh's mal hier rüber, dann können die Leute im Stream. Ja, gut, okay. Im Stream mitgucken, gut, was ich hier. Also, wie gesagt, ich bin mal kurz 5 Minuten AFK. Naja. So, add new room. Room generic. Deine Kitchen Garden generic ist es, glaube ich. So, was hatten wir da? Wir hatten da im Eck 3 auf 4, oder? Ist das richtig? 1, 2, 3, 4. Ja, 3 auf 4. Der Generik, also. 3 auf 4. Mhm. So hatten wir es. Und jetzt muss ich das hier richtig setzen. Wartet mal. Es gibt hier jetzt nämlich die Möglichkeit. Hier. Frontdoor. Wo hatten wir denn die Frontdoor? Die Frontdoor hatten wir. 2 weg, also hier. Zack. Ja. Door. Oder Door Reversed. Ich glaube, wir sollten Door Reversed nehmen. Das stört uns da nicht so sehr. So. Und dann müssen wir sagen Edge. Zack. So. Genauso. Dann haben wir das eine nicht, was uns stört. Und bei dem anderen hatten wir auch noch komplett Hedges. Hatten wir nicht, wir hatten es so bisher. Können es aber auch so machen. Können wir da auch noch rauskommen. So. Guck nochmal.
Zack, so, das machen wir jetzt als Export. You exported Kitchen Design. Moment, die Türen gehen jetzt. Ach, die gehen jetzt nach unten auf. Perfekt. Perfekt. Außentür geht als Außentür. Ja, genau. Custom Design. So. Kopieren. Wo ist meine Textdatei? Da. So, das war 6 Eat, 6 mal Eat und 11 mal Kitchen. Speichern. So, die Datei lasse ich mir offen. Gehen wieder rein ins Spiel. Escape, Kitchen Designer. Da rein. Neuen Text einfügen. Generate Kitchen Layout. Dankeschön. So. Das ist beschissen. Da hat es jetzt genau falsch rum reingesetzt. Jetzt gehen die halt nach innen auf. Statt nach außen. Aber sie schwingen in die gleiche Richtung. Türen. Beim hinteren Raum ist es sogar besser, hätte ich gesagt. Beim hinteren Raum ist es besser, wenn es nach innen aufgeht, aber beim vorderen ist es besser, wenn es nach außen aufgeht. Also nochmal eine Kitchen Designer. Ich kann das doch jetzt bestimmt live designen. Warning updated. Klick hier. Ja, haben wir schon gemacht. Ich will das jetzt nicht nochmal bauen müssen. Ah, da, Moment. So, Moment, und jetzt können wir da, also da machen wir eine Tür draus. Klicken wir nochmal auf Export. So. Tieren, Moment, hier wieder rein. Escape, Kitchen Designer, ist jetzt ein klein bisschen anders. Nicht viel. Ist auch kein Unterschied. Ja, definitiv die andere Tür genommen. Naja. Oh, keine Ahnung, dann nehmen wir das andere mit der Reverse Door nochmal. Kopieren, hier rein, Escape. Doch, hier, Kitchen. Alles rein da. Generate Kitchen Layout. So. Jetzt was für Essen. Also Klöße sind irgendwie. Ja, Fisch, die verschiedenen Fischsorten. Hot Dogs wäre eine Idee, aber da muss man halt die Soßen dazustellen. Was ziemlich nervig ist. Was haben wir denn noch? Wir haben noch hier Meal. Starting Meal Selector. Hier. Random. Was ist denn mit Random drin? So, hallo? Hallo? Surprise me, ja. Hallo? Ja, da bin ich wieder da. Was ist das hier denn? Nussbraten, nee. Gute müssen wir wegschmeißen, Salat war öde. Pasteten hätten wir angeboten. Pastetchen? Ja, Pastetchen wären mir lieber wie Hot Dogs. Ja, aber bei Hot Dogs müssen wir halt immer die Soßen noch hinstellen, ne? Ja, genau. So, wir können aber auch noch mal gucken. Warte mal, Starting Meal Selector. Ah, jetzt habe ich Escape gedrückt. Mit. Starting Meal Selector, was gibt's noch? Fisch, Frühstück, Hot Dogs, Klöße, Kuchen. Pasteten, Pute, Salat, schwarzer Kaffee, Steak. Sind die Hamburger weg?
Hey, Burger, da war noch was. Was spricht gegen Burger? Nix. Dann machen wir Burger. Außer wir müssen Patty selber herstellen, dann brauchen wir noch Eier und Hack das. Ja, ich verstehe. Wollen wir das Förderband mitnehmen hier? Musst du entscheiden. Wir sind smarter Greifer sogar. Smart ist er. Ah, komm. Was haben wir? Was haben wir denn sonst noch hier? Nix. So, warte, also das ist jetzt unser Layout hier, ne? Ja. Gucken wir mal. Ja, gucken wir mal, genau. Okay, auf geht's. Warum haben wir Herbst? Weiß ich nicht. Weil Herbst ausgewählt war. Das Och nee, ist jetzt haben wir das richtig blöd. Haben wir das Förderband verloren auf jeden Fall. Naja, ich weiß warum. Warum? Nein, dem Kitchen Designer zufällig ausgewählt. Einmal mit Profis. Ja, das ist eine neue Version. Ich hätte auf City klicken müssen, Export. Und auf schön Wetter. Wetter gibt's so oder so nicht. Aber die Gruppen erhöhen sich halt alle Tage. Aber die Gruppengröße, nee, da gehen wir raus. Ist das Band halt weg. Alle drei Tage. Dann ist das Band halt weg. Ist halt so. Dann gebe ich schon mal auf. Kann ich nicht, weil du erstmal bestätigen musst. Ich bin in Windows. Und mit dem neuen Kitchen Code. Einfach Enters. Enters. Ja. Moment, aber ich muss die Tür da nochmal tauschen. Schade. Reversed Door. Da. Setting City. Export View Kitchen. Ja, es stand Herbst, aber ich habe nicht drauf geachtet. So, jetzt hier in der Textdatei nochmal rein. Da. Speichern. Hier rein. Escape Kitchen Designer. Rein damit, Generate Layout. Brauchen noch unser Essen, wir haben aktuell Fleisch, wir brauchen Burger. Ist doch da. Jo. Warum hast du jetzt Alpine ausgewählt, hä? Darum. Kann ich hier immer noch ändern. Stadt, genau, Stadt. Turbo. Jetzt haben wir alles, oder? Ja, warte mal. Nimm mal den Tablettständer mit. Warum willst du eigentlich verkaufen oder was? Ja, klar, gibt $60. Das wäre ein Gamechanger, wenn ich vielleicht. Wenn wir uns dann, wenn ich gleich den Kopiertisch gönnen könnten. So. So, Ausrufezeichen, Visit, wer Bock hat. Dann erscheint ihr wieder. So, jetzt koche ich mal. Können ja auch mal tauschen später. Genau. Dann läuft es wenigstens beim Service. Umso schlechter habe ich mich nicht dargestellt. Hey, es lief echt gut. Also wie gesagt, das war irgendwie zum Ende. Ernsthaft, also eigentlich hätte ich die Runde nicht mitmachen sollen und nur ab und zu mal unterstützen, weil dadurch kam zu viel Ungeduld und Hektik rein. Es lief besser, wie du 90% der Zeit alleine vorne warst. Ist einfach so. Es kam Hektik rein, wie ich nach vorne gekommen bin, weil wir zu schnell die Teller leer gezogen haben. Dadurch war das System gar nicht ausgelegt. Du brauchst Teller, ja, ich seh's. Wir müssen eh noch eins vor, oder? Ne, müssen wir nicht. Gruppengröße ist doch nur 2. Kann ich die auch so machen. So. Der unser Laden heißt Say Cheese. Hier,
Für die Kohlebriketts, die du produzierst. Ja, jetzt wäre das Förderband schon echt geil gewesen. So, ich leg die hier, ich leg die hier drauf, dann hole ich mir die Burger und schieb sie dann darüber, genau. Hab ich's immer gemacht. Ja, mal abwarten. So, aber wenn du Mist machst, brauchst du nur eine Ablagefläche. Du willst gleich durchtelefonieren, oder was? Natürlich. Geld, Geld, Geld. Na gut, na gut. Sind doch maximal 5 Gruppen. Oh, da kommen doch mehr als gedacht. Scheiße. Da ist er schon, der Kombinierer. Ja, stopp. Was sollen wir jetzt mitnehmen? Ja. Ja. Ey. Ey, nee. Warum haben wir die 60 nicht bekommen? Die Sachen, die wir mitgenommen haben, haben wir nicht gerechnet bekommen. Weiß ich nicht. Doch, natürlich nicht. Wir haben 63. Ich habe ja noch nichts gekauft. Ist das lächerlich, ey. Da darf die nicht mal in der ersten Runde direkt verkaufen, sondern muss sie erst einmal reingraben. Oh, also heute läuft es aber richtig gut bei uns. So, hier, warte mal, den Essenstisch gönne ich mir noch. Eigentlich bräuchte ich die Kochstelle. Nee. Doch. Zum Wofür? Forschen, für eine sichere Kochstelle. Der Kombinierer können den wir jetzt... Den Kombinierer kriegen wir auf 10 Mal nicht. Ist egal. Ich brauche eine sichere Kochstelle. Wir können den jetzt nicht ewig drin lassen, das geht nicht. Den können wir nächste Runde kaufen. 60, den können wir nächste Runde kaufen. Ich brauche aber die Kochstelle. Ja, dann kriegen wir ihn wieder nicht. Kriegen wir ewig keine Kochstelle. Aber einen Kombinierer, das heißt so oder so nicht. Warum? Es ist ein Burger. Dann kriegen wir einen normalen Burger. Dann brauchst du nur noch eine Zwiebel zwischenkloppen. Ätzend. Was soll ich da sagen? Ja, du hast vorne so ein bisschen Dreck. Vor, hin. Du kannst mal teilen. Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht, tut mir leid. Da können wir jetzt uns nicht leisten, ne? Jetzt haben wir schon wieder. Ja, immer mit der Ruhe. Wir kriegen doch noch irgendeinen Bonus, oder nicht? Dass ich wüsste. Aus mit dir, wir wollen zumachen. Nee, stimmt. Oh, guck mal, wieder eine Kochstelle. Und wieder ein diesmal wieder ein Kombinierer. Aber das ist nochmal ein Esstisch. Eigentlich hier, Spülbecken. Aha. Ja, der Kombinierer kommt zu früh. Kannst du ja nicht ändern. Ja, schmeißen raus. Schmeißen raus. Komm, schmeißen raus. Nimmst die Kochstelle mit. Ja, wir brauchen aber auch ein Spülbecken. Ja. Ich würd eher sagen, wir nehmen ein Spülbecken mit. Ich weiß, wir brauchen die Kombinierung und später kriegen wir wieder keinen. Ich weiß das. Aber. Erstmal baue ich wieder um.
So, hab Spülbecken dabei. In Hoffnung, es wird ein Schnellbecken. Für den Anfang. Jo, auf. Wir brauchen gar keine sicheren Kochstelle, fällt mir gerade auf. Aha. Also schon, aktuell schon, aber wenn wir Förderbänder und Kombinierer hätten, dann könnten wir direkt die die Brötchen drauf jubeln, ja. Telefonier mal, wir haben genug Burger, du brauchst. Es reicht, wenn vier vorne sind, dann habe ich zwei Tische zu bedienen. Geforscht, okay. Ich spül. Moment. Links. Ja, also rechts ist automatisch schon tot. Hm. Aber jetzt kommen noch Käsestückchen dabei. Das ist okay. Was ist es denn geworden? Was ist es geworden? Ein Einweichbecken. Ne, weiter rein. Hm. Geschirr kaufen. Ja, aber wir machen jetzt den folgenden Move. Wenn du von oben dann zum Unterspülen kommst, zum genau, so war mein Plan. Dann machen wir diesen hier jetzt. Dann macht die vier erstmal weg. Der Käse braucht man nicht immer, ne? Nee. Aber, weil hier unten, also, so. Dann habe ich lieber hier oben noch eine weitere Ausweichfläche, um irgendwas nochmal abzustellen, wenn es wieder drunter und drüber geht. Okay. Kannst mir zwar nicht helfen, aber brauchst ja auch nicht. Es sind nur 7 Gruppen, die kriege ich so durchgefrühstückt. So, können wir sonst noch irgendwas? Nee, ich müsste forschen, danach könnte ich ein bisschen Käse kloppen. Genau. Ja. Also irgendwie fühle ich mich wieder verarscht. Nee, wir brauchen den Käse nicht so oft. Okay, doch. Einen Käseburger, dann die jungen Hübschen hier, doppelt Käse. Ja, das war jetzt blöd.
alle drin, aber. Doppelkäse brauche ich. Noch einen Käse, alles klar, mach ich mir selber. So, was wollen die denn? Einen normalen und einen Käse, haben wir alles. Hochlass den Spülbecken. Mhm. So, jetzt endlich. Noch ein Esstisch. Ja, dritte Reihe oder so. Spritzmatte. Mhm. Ja, aber warte. Ja, aber. Für dich, ja. Tu so meinen Dings, dann würfeln wir mal. Nee. Also entweder wollen wir aus dem Einweichbecken draus. Woraus? Aus dem Spülbecken. Auf lange Sicht. Also für die Automatisierung. Ach so, ja. Oder wir machen eine Kochstelle für sichere Kochstelle. Aber sichere Kochstelle brauchen wir noch nicht, haben wir doch schon festgestellt. Nee, die brauche ich irgendwann später vielleicht nicht mehr, wenn ich mal Förderbänder und Kombiniere habe. Aber das dauert ja ewig. Also aktuell würde ich mir... Du Förderband und einen Kombinierer. Nee. Dann hast du eine... Ja, für eine Linie, safe. Aber ich brauche ja zwei. Nee, also ich würde schon auf eine sichere Kochstelle würde ich schon gehen wollen. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen entweder Spülbecken oder was Kochstelle. Was hast du mir denn da jetzt überhaupt für ein Spülbecken hingeklatscht? Das Hochleistungs. Okay, gut. Ja, mir egal, sag was. Ja, kommt, dann nehmen wir die Kochstelle. Gut, dann... Kauf aber das Ding, was du da jetzt in der Hand hast. Genau. Für dich. Und dann würfeln wir jetzt trotzdem für die zwei da unten. Warum? Wir nehmen doch eh nichts mit und wir können eh nichts mehr kaufen. Ach stimmt, wir können nichts mitnehmen und kaufen können wir auch nicht. Ja, stimmt, sorry, Fail, Denkfehler von mir. Gut, dann forsche ich und dann geht's los mit... Halt! Warte. Übungsmodus. Hm. Warte. Ach, das machen wir nicht. Kochstelle brauchen wir nicht mitnehmen, wird nur unsicher raus. Juhu, aber danach ja, kannst du weiter forschen, also oder? Dann würde ich lieber aber das Spülbecken mitnehmen. Warte, wir tun das rein, gucken, was daraus wird. Wenn daraus ein Einweichbecken wird, haben wir automatisch schon mal Sinn. Komm, lass uns doch jetzt einfach spielen. Aber Einweichbecken wäre zu früh. Dann sind wir doch nicht mehr fertig. Lass es drin, dann forschen wir halt nochmal eine Runde. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall, so ist klüger. So hatte ich es die ganze Zeit, ich Idiot. Überlegen, ob ich... Nee, so ist dumm. Nee, so. Dann hole ich mir die Burger, kann sie hier so hinlegen und kann die direkt drauf. Wenn du es nochmal drehst, sieht man von hier unten das Fleisch aber besser. Ja, aber dann ja. Laufe ich dagegen. Also. Kann ich hier rüber, kann direkt einen Burger. Genau so war's. Ach, und jetzt fluppt die Bude hier. Ja, dumm. Das braucht auch Platz für Käse, Kollege. Ne, du hast doch genügend Arbeitsfläche. Hol dir noch eine vor. Ja, und was ist, wenn ich was falsch mache und was abstellen muss? Haust du mir alles voll. Ja, dann hol doch noch Arbeitsflächen. Wir haben so viel Arbeitsflächen im Spiel. Klingel mal lieber. Wie mir da oben wieder alles zuzuballern. Ja, nicht vielleicht ganz. Ja, gut, draufgehen gehen wir drauf. Fertig. Das mache ich auch beim nächsten Mal, wenn du im Service bist, so einfach ist das. Käse. Jo. Ah, mit dem Hochleistungsspülbecken ist 10-mal angenehmer, ist einfach so. Naja. Easy, mal easy. Mal gleich die vierte Reihe auf. Jetzt rollt der Rubel. Rechts. Ja, preiswert.
Deko-Runde. Kaufen wir nichts. Nee, ja, das mach, war der Boden für ja, macht, ne? Mach ins Eck. Rest, der Rest lassen wir so. Wir ja, kaufen nichts. Nicht, oder? Wir brauchen. Oder was gab's denn beim ersten? Weniger Nachdenkzeit. Hier kaufen wir die Deckenleuchte so. Für hier unten. Nee, lass uns das Geld sparen. Wir brauchen das, ist ja Quatsch. Ja, wir können. Ja, okay, dann. Erste Runde brauchen wir nichts. Dann weiter, komm. Ran an die Position und weiter geht's. Ja, warte. Wir müssen hier noch Arbeitsflächen. Ja, für wo? Lass mal ja, noch. Da unten laufe ich so, das, so nicht mehr hin. Ja, doch, da könnte ich mir dreimal Käse. No. Komm, mach mal so. Nee, die Wege wären zu lang. Nicht für mich. Habe ich eine Ablagefläche. Für was? Du knallst wieder alles voll mit Burger und wartest dann, anstatt Käse zu machen. Jetzt Meganet, mach! Meganet, sind Tatsachen. Da ist eine Sisselkochstelle. Leben am Limit hier! Ich pickel durch, ne? Du bist im Service. Ja, ja, ist klar. So, was wollen sie denn hier alle? Klingeln. Ja, du hättest schon. Ja, nicht ganz durch. Turnschuhe und Schmutzmatten werden hier oben so Gamechanger. Ich habe noch keine verbrannt bisher, aber es war schon ein, zwei Mal gut knapp. Glaube ich, den gehackten Burger auch direkt auf den Burger, oder? Ja, geht auch. Guck mal, kannst du auch direkt ein paar fertige Burger machen. Achso, ja, kann ich machen, ja. Aber wie lange haben wir nicht mehr gesehen, wie lange die Zeit noch läuft? Da fällt mir gerade ein. Ganz vergessen, dass, wie das aussah. Käse, doppelt Käse. Warte, einen Käse habe ich schon fertig. Da brauche ich nur den losen Käse. Du. Nicht mal verbrannt und trotzdem will er eine sichere Stelle haben. Echt? Boah, viktorianische. Echt? Ja. Wir sehen uns ja nicht. Weil wir drin stehen in der Küche. Guck mal, hier, Speiseaufzug. Wozu? Teleportiert Gegenstände zu anderen Gegenständen. Achso, und der. Aber den musst du jedes Mal ausführen. Der geht nicht automatisch. Das ist kein Teleporter. Das Upgraden zum Teleporter. Okay. Ja, Esstisch erstmal, ne? So, was nehmen wir noch mit? Würfeln. Kochstelle. Nee, würfeln. Ich würde eine zweite sichere nehmen. Ja, aber mit drei brauchst du nicht würfeln. Nö. Aber brauchen wir ja auch nicht, oder? Aktuell. Komm, wir nehmen die noch mit, forschen nochmal und danach würfeln. Haben wir Geld zum Würfeln nächste Runde. Ein Wort in Gottes Ohr. Ah, mein Gott. So, weil dann brauche ich mich auch mal. Könnte ich hier unten... Aber weil die Ablagefläche brauche ich nicht. Das Ding hat mich, glaube ich, auch mehr gestört, als es gebracht hat. Also so rum. Ja, so rum ist gut.
Und wenn ich was verbrenne. Oh mein Gott, hier. Aber es wird nicht passieren. Ich bin einfach. Okay, du musst noch bestätigen. Ja, warte einmal eine Sekunde. Krieg ich einen Schluck Tee? Genau. Trink mal was. So, dann los geht die wilde Luzi. Einfach den Burger da fertig auf die Klappe klatschen, auf den Käse. Dann habe ich fertige Burger. Ach so, da unten. Ja, okay. Gar keine doofe Idee. Telefonieren bitte. Eins haben wir, war es ein bisschen knapper, aber. Ja, aber gewollt knapp. Wie gesagt, die Käseburger sind scheiße, ey. Ja, aber Pest und Cholera, ne? Falsche. Fuck, der wollte nur malen. Weil was andere hätte uns erst recht umgebracht. Ne? So. Jetzt haben wir noch ordentlich was. Komm her. Ja, das ist der Forschungstisch, den wir jetzt mitnehmen. Also den müssen wir mitnehmen, das ist klar. Noch einen Esstisch kaufen? Nö, für was? Später für die. Doch. Ja, können wir machen. Weil ich brauchst du eine vierte Reihe? Nee, ne? Nee, aktuell nicht. Okay. Also für hinten dran bauen noch, dass die weiter wegkommen. So. Dann können wir weiter. Sind da noch drei. So. Du willst forschen erst, ne? Ja, in der Tat. Einmal Käseburger. Dabei.
Wollen wir mal eben durchtelefonieren. Geforscht, ja. Ne? Raus geworden. Ja, natürlich. Ja, okay. Also weiter. Ja. Da haben wir nochmal den Käse. Brauchen wir nicht. Den nichts, wo ich langlaufe. Also, ne, wir brauchen nichts davon. Ne, wir brauchen auch nichts. Also kommen wir direkt weiter. Jo. Dann weiter geht's. Nein. Da habe ich 2 Kohlestücke produziert. Dabei kämpfst du mit einer sicheren Gorstelle ganz entspannt bei den Burgerproduktionen schon hinterher. Der Käse und die Burger, die müssen höher. Das ist zu weit da laufen bis da unten. Mhm. Ich weiß nicht wie, aber die müssen auf jeden Fall mindestens 2 höher. Automatisierung wäre cool. Machen wir ja auf jeden Fall ganz viele Sachen. Kopiert dich haben wir auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal was. Ja, rechts. Ja, logischerweise. Tomatenstücke und Zwiebeln, das ist der Tod. Ja, dann hast du 4 Kombinierungen, ey. Mixer. Erstmal das Ding kaufen. Mixer. Für was? Mixer braucht man nicht. Hallo? Natürlich, für die Käse. Ah, stimmt. Hab noch einen Tisch? Ess dich. Später irgendwann eine 4. Reihe, dass die Leute einfach mal sitzen lassen kannst. Ich würde es umgekehrt machen, dann sind sie schneller da. Da ist jetzt egal, aber weißt du, dann haben sie sich dabei zu laufen. Ja. Sonst noch was? Nö.
Dann weiter geht's. Du kannst die eine noch anders hinstellen, nebeneinander oder so, dass du nicht so weit laufen musst. Ja, so irgendwie. So. Genau. So war meine Idee. Okay, dann los. Jo. Vor allem, was schön ist, wenn ich den jetzt kopiere, haben wir gleich einen Doppelmixer. Falls sie auf die Idee kommen, mal. Aber wir brauchen drei Mixer eigentlich, weil wir müssen das Ei aufschlagen und kaputt machen. Achso, du meinst, falls das kommt. Ja, das kommt auf jeden Fall. Und das ist ein kleineres Übel wie alles andere. Scheiße, jetzt haben wir den Käse nicht hochgestellt. Ja, stimmt. Perfekt. Hab ich auch gar gesehen, so pupp. Oh, hat ja gerade gepasst. Mein Gott, was? Die wollen alle Käse. Ich brauch Käse. Ja, wir telefonieren jetzt erstmal nicht. Geld ist gerade nicht unser Problem. Eher andere. Also erstmal wieder Burger machen, wir haben gerade keinen Käse mehr und so. Käse. Ja, wie gesagt, ich kann mir nicht vier teilen. Ach, was ist denn los da hinten? Service kommt mit. Wir können ja gerne mal tauschen, dann kannst du mal in die Burger machen ohne Käse. Also von daher ist es schon ganz stressig. Ja, ich weiß. Das im Moment ist hinten bei dir. Wenn man ein bisschen automatisiert ist, ist es okay, aber. Doppelkäse brauche ich. Ein Käse normal wird mir auch da unten reichen. Dann könnte ich hier auf die eine Platte hier vorne noch klatschen. Yeah, mal ein normaler Burger, der erste, wie so ein Abend. In diesem Tag. Okay, ich bin jetzt erstmal beschäftigt, Schmutz wegmachen. Ich habe eine riesen Schmutzfläche. Zwei Stück von derselben Größe. Doppelt. Ja, ich muss das wegmachen sonst. Ja, kein Stress. Ja, also um es anders zu sagen, ich brauche Käse. So, hätten wir angerufen, wären wir tot. Also die wollen gerade nur Käse. Ja, klar, weil die alle nicht Dings machen. Order 2, sondern alle Order mit Käse nehmen. Das ist gerade richtig dumm, was das angeht vom Spiel her. Dass nicht der Standard-Burger-Standard ist. Weil jeder, der mit dem Spielernamen hier reinkommt, hat automatisch den Käseburger und nicht den normalen Burger. Das sind aber nur drei Stück. Das sind nur drei Stück aktuell. Ja, aber die drei Stück machen doch schon mal Käse mehr. Und bringen schon mal ein Ungleichgewicht rein. Egal, wir haben den Abend geschafft. Und jetzt sind alle am Sitzen. So, hier will noch mal Käse und da Käse. Reicht, brauchst nichts mehr machen. Ich glaube nicht, dass die langsamer durch den Dreck da gerade draußen sind. Nee, ich glaube, dass ich entweder haben die wir das blocken sich am Ende irgendwann gegenseitig. Entweder haben wir das per Mod ausgeschaltet oder es war irgendwas, was du anwählen musstest. Deko-Runde. Du musst drücken. Ja. Ja, aber wir müssen jetzt einen Dings. Beheizt der Mixer. Nee, lass drin, brauchen wir nicht kopieren. So, jetzt können wir Scheiße kaufen hier. Ja, und Leuchte. Eat. Deckenleuchte. Aber ins Eck dann bitte. Irgendwo, wo es mich stört. Nee, hier unten ins Eck, hier unten. Nee, ich will hier unten. Ich will in der Abstellkammer ein bisschen Romantik. Oh Gott. Noch eine Neonleuchte, komm. Dann haben wir schon drei. Kürzere S und Bestellzeit. Ja, perfekt. Das ist das, was wir brauchen. Mehr brauchen wir schon. So, Verbrauchsgüter haben wir nicht, können wir erstmal so lassen. Also wir wieder pushen berühmten Gemälde, oder? So, komm, auf deine Plätze. Du musst nichts forschen, forschen kannst du. Forschen muss ich. Ja, der beheizte brauchen wir nicht. Wir rufen wieder nicht an. Aha, ich hab doch angerufen. Wow. Scheiße, schon wieder den Käse nicht nach oben gestellt.
Fuck, ich habe schon wieder riesige Schmutzfleck. Okay, okay, okay. Oh, der Dreck, ey. Käse. Wieder Käse. Du musst jetzt auch wieder Burger machen. Oh, mal normaler Burger. Einmal durchklingeln, bitte. Bist du dir sicher, ja? Ja, durchklingeln. Nein, 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 nein! Ach, Scheiße! Da warst du schon, okay. Natürlich! Transportmixer. Eigentlich bräuchte man schnell einen Mixer. Ich würde einen Transportmixer kaufen. Ja, einen kaufen, den anderen noch drin lassen und forschen oder erstmal würfeln, genau. Ne? Jo. Würfel einmal kommen. Vielleicht kriegen wir eine Blaupausenkabinett. Burger. Wie teuer? Egal. 60 kann man sich gönnen. Egal. Bei Automatisierung später, ohne dass wir irgendwie so blöd ums Eck bauen müssen. Ist ein zweites Paar Patties, wo man auf eine Kochstelle schmeißen kann. Gold wert. Jo, dann forschen und kopieren. Was ist? Ja, ich halt! Wo willst du denn jetzt Käse hinstellen? Einfach nur eins höher. So. Kannst du machen, ne? Kannst du machen. Die oberen, die beiden, die über dem Kühlschrank sind, werden normale Burger und da drunter, hinterm Kühlschrank und die da drunter, die zwei, werden dann die anderen. Gott, stehe ich mich wieder dran, ey. Danke dir, Traum. Hast du Burger gegessen? Ja, er hat normal geordert. Also, ein Käse geht so.
Sehr gut, Traum. Wir bleiben in der Stützung, schaffen wir es. Ich weiß aber schon, dass wenn du dann noch so einen Käse hast, du auch noch den hinter dem Kühlschrank zum Käseburger machen kannst, ja? Ja, ja. Aber du machst immer nur die unteren beiden. Wolltest du doch. Ja, den hier aber hinten, hier den auch noch, den da. Das hast du nicht gesagt. Doch, habe ich so gesagt. Echt? Ich dachte, du wolltest nur die unteren zwei. Rufst du eben noch da an. Unten, ganz unten ist noch einer, ne? Nebenbei. Harte Zeiten. Oh. Und im Käse. Ja, der ist zu weit weg eigentlich zum Laufen. Aber okay, da liegt noch einer. Ich wollte es erwähnt haben. Eigentlich müsstest du vorher schon kopieren. Hast genug Zeit, wenn da alles voll ist. Ja, ich musste gut Käse als nachproduzieren. Ne? Also so ist nicht. Jetzt kommt das Förderband. Das wissen wir doch beide. Was? Wir nehmen links. Ja, rechts. Nee, dann kommen noch Tomaten und Zwiebeln. Dann gibt es einen Tomatenburger und einen Zwiebelburger. Nee, nee, mach mal nicht rechts. Ja, aber dann weißt du nicht, was du bestellen musst. Doch, klar. In dem Moment muss ich halt nur gucken, was sie wollen. Und muss, ach, guck mal, hier kommt nochmal der beheizte Mixer. Hier, nochmal ein Forschungstisch. Wozu? Für nix. So, ja. Ich würde fast rollen, oder? Ja, natürlich. Warte. Wir kaufen erst... Nee, können wir gar nicht. Warum nicht? Das ist jetzt der Schnellmixer hier, ja? Ja, den stellen wir auch da rein. Den anderen lassen wir jetzt gerade drin. Einmal würfeln können wir. Oder ja, wie teuer war der? 60. Okay, dann können wir es. Portionierer. Leider ist völlig falsche. Für das hier können wir es nicht gebrauchen. Dann würfeln wir nochmal, komm. Wir müssen es versuchen. Kaffeetisch! Kaffeetisch! Ja, aber den müssen wir kopieren. Ja, also kaufen wir den Mixer. Den Mixer, und ja. Warte mal, wir sind aber auch ziemlich dumm, ne? Warum? Man muss ja von Hand reinlegen. Ja, aber du sparst ja den... Halt, warte mal, dann kann ich das Ding auch noch da vorne stellen. Dann leg ich es von Hand da rein. Nö, dahin. Lass mich das mal. Nimm dir deinen eigenen Mixer für bei dir. Ich kauf mal noch die Matte hier. Eine bessere Idee. Was denn? Er schiebt den dann weiter. Ja. Aber muss man manuell drauflegen. Was? Ja, immer nach da, ne? Ja. Aber der kombiniert nicht. Also wenn da ein Burger steht, schiebt er nicht weiter. Dann schieben wir alles ans andere. Ist der Käse zu tief, ne? Ey, ich laufe jetzt schon viel zu weit, ne? Also guck mal, ich hier, die 6 Felder, das kann ich so ein Tüchchen. Ich muss den ganzen Scheiß ja auch noch spülen. Ja, mach mal so. Die Runde wird das jetzt noch gut gehen hier. Aber brauchst du denn von dem Mixer? Na gut, kannst du ja alles holen, ne? Ah, ich brauche ja jetzt auch nur einmal kopieren. Jo.
Ja, jetzt wollen sie normale Burger. Scheiße. Ja, stimmt. Das sind unsere Namen. Die Named kommen immer zuerst ins Restaurant. Danach kommen die No-Name. Ups. Vor allem, wenn dieses Spiel hier mal so ein großer Streamer spielt, wo du Visit machen könntest, ne? Der wird ja nur Named Leute bekommen. Ja, ja, ja. Was halt auch geht, das ist halt für die kompletten Hardcore-Sachen, das haben wir ja ausgeschaltet, dass die Zuschauer entscheiden können, per Vote, was dann genommen wird. Und die nehmen natürlich immer die asozialen Sachen, ist ja klar, ne? Ich finde es aber grundsätzlich im Käse angenehmer. So. Da ist das ja. Ja, nachdem wir jetzt die Mixer haben, klar. Ja, auch dass er den da rausschiebt, meine ich. Ne? Kannst du ja wegnehmen und dann lege ich Neues nach. Ah, das fotografische Gedächtnis ist schon ein bisschen hardcore irgendwie. Du wolltest es aber. Ich meine, das andere wäre auch scheiße gewesen, ne? Ja, das andere wäre, wie gesagt, dafür fehlen uns halt noch. Aber das wird garantiert nochmal kommen. Wir haben es ja schon mal angeboten gekriegt. Also die werden uns nochmal hier prügeln und sagen, ja, das oder Pest und Cholera, könnt ihr euch. Genau, die werden also schon nochmal sagen, wie sieht's jetzt mit dem Tomaten- und Zwiebelburger aus? Wie sieht's aus? Also werden sie noch ein paar Mal kommen. Ich würde fast mal behaupten, dass wir das Telefon mittlerweile wegstellen können. Kann gut sein. Ja, wir machen unser Geld, also, ne? Ist jetzt nicht so, als sind wir bettelarm, also, ne? Ich muss mittlerweile ja auch merken, was die Leute wollten, ne? Also. Da bin ich dann. Ja. Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste, ich verstehe das schon. Ja, genau. Ja, das war's schon, ne? Aber ich fand's ganz angenehm. Ich konnte Käse immer. Ja, ich muss ihn halt zusätzlich weglegen. Er kombiniert nicht. Okay, aber. Es war trotzdem in Ordnung. Es war eine Verbesserung zum Vortag. Und Schüchchen. Oh ja. Du hast ja keinen Dreck vorne. Kannst du ja nehmen. Genau, ganz ins Eck. Ja, nimm dir die Schuhe. Und dann kopieren wir weiter in den Kaffeetisch. Telefon wegstellen, komm. Brauchen wir nicht. Ja, dann weiter geht's. Nee, brauchen wir nicht mehr. Hätten wir noch 4 Teller? Brauchen wir aber aktuell auch nicht. Bin am überlegen, ob wir noch Tresen brauchen. Nö. Nee, das tut es so. So, komm, weiter geht's. 20 Gruppen schon. Oder zwei gebrauchen. Oh nee. Scheiße. Grundschuh kann ich direkt wieder ausziehen. Aber wegen dem Wasser? Das Wasser. Ah, okay. Egal, wir haben sie für. Und wenn ich sie später nehme? Ist egal.
Sag mal so, wenn ich eine oder zwei Fußmatten hätte, vorne. Dann so verteilst du es nicht. Ne? Also, dann verteile ich das Wasser nicht. Dann laufe ich drüber und dann kann ich sie wieder gebrauchen. Kann man auch machen. Nee, das ist doof. Genau so. Natürlich wollt ihr zwei normale Burger, ihr blöden Penner. Oh, der Dreck ist aber echt fies jetzt, ne? Muss sehr oft wegmachen, trotz den Matten. Also, ich glaube, aktuell kann ich dir die noch nicht abtreten. Nee, ach Quatsch, das war ja nur gesagt, dass wenn wir mal so weit sind, könnten wir so arbeiten. Einen normalen Burger, einen Käseburger, habe ich beides noch, wunderbar. So, was waren die? Zweimal Käse, alles klar. Was waren die? Zweimal Käse, alles klar. Fuck, nein. Scheiße, aha. Scheiße, jetzt zerbrennen wir zwei. Brauchst du oder so keine mehr herstellen. Sind schon die letzten Leute wieder drin. Ja, okay. Ey, ist ja bloß verkacke, wenn es eh schon rum ist. Dann ist egal. Dann ist egal. Kaffeetisch. Ich würde, ja, was heißt würfeln? Wir haben kein Geld eigentlich. Ja, wir müssen. Warum Blaupausentisch? Kostet 20. Ich würfel. Ja, aber jetzt müssen wir den Kaffeetisch rausschmeißen. Wir brauchen das Transportband. Können wir den noch kaufen? Das muss zum Greifer. Ja, wir können es kaufen, aber es bringt uns nichts. Nein, nein, können wir den Kaffeetisch noch kaufen? Ja, oder? Ich glaube, kostet nur 40, ne? Ja, der hat ein gelbes Münzsymbol, also können wir den noch kaufen. Ja, mein Gott, drei Kaffeetische. Wie viel hatten wir das Spiel vorne dran? Richtig, null. Also, ja, genau, also, wir haben es trotzdem geschafft. Also sind wir jetzt wir haben jetzt schon dreimal mehr wie eben. Ja, das ist richtig. Daher ist es, wobei 0 mal 3 ist immer noch 0, ne? Also das ist auch richtig. Ja, also haben wir die Mathematikaufgaben für heute abgehakt und unser Bildungsauftrag ist hiermit erfüllt. Nächste Runde, komm. Einmal forschen, einmal kopieren. Ja. Ja, dann los, hopp. Ich dachte, du willst dich noch besser positionieren. Nee. Easy. Doch. Mein Notfallkäse noch, so. Dein Notfallkäse. Käse. Ein Käse, einen normalen, alles klar. Ein Käse, wunderbar. Wie war das? Desto mehr Käse, desto mehr Löcher. Aber desto mehr Löcher, desto weniger Käse. Also je mehr Käse, desto weniger Käse. Ja, ganz, ganz klare Formel. Ja, du kommst gerade beim Käse nicht hinterher. Ja. Arbeite dran.
Mach mal Käse. Ein Burger normal. Scheiße. So, dreimal Käse. Oh Gott. Oh Gott, Burger, Burger. Einen normalen Burger. Einen normalen Burger und Käse. Wir machen jetzt hier Arbeitsmethode der japanischen Eisenbahngesellschaft. Man sagt immer alles laut. Oh Gott. Erhöht die Arbeitssicherheit. Mhm. Mein Notfallkäse ist weg. Nee, ist ernsthaft. Also in Japan sagen in vielen Sachen, wo es relativ gefährlich ist, oder zum Beispiel am Bahnsteig, wiederholen die ihre. Oh fuck, was habe ich hier vergessen? Käse. Boah. Na, jetzt habe ich auf dich geachtet. Mensch, hast du wieder Kohle hergestellt, wa? Jo, mein Gott. Bei Wahlheim hätte ich es gebrauchen können. Hätte ich jetzt schon wieder mit die Schmelze befeuern können. Aber wir sind hier nicht bei Wahlheim, wir sind bei Plato. Ich brauche noch mal einen Käse. Da ist doch. Käse. Doppelkäse. So viel haben wir gerade nicht. Vierfachkäse. Willst du mich gerade verkäsen? Sechsfachkäse. So viele Burger habe ich nicht. Mach mal halb lang hier. Kümmere dich um die Käse. Um die Burger. Bin dabei. So, zack. Zack. Und was so schön ist, einfach nochmal Käse. Doppelt, logischerweise. Mal halb lang geht's. Ich hab hier Schmutz. Sind eh alle drin. Ja, sitzen alle am Tisch. Ruhig Blut. Du bist doch der stresst. Hab nur das bedient, was bedient werden musste und nicht, was ich wollte. Also doch, eigentlich auch das, aber... ja, war's klar. Da war's klar. So, wir haben's. Das heißt, wir kriegen jetzt den Käse automatisiert. Ja, aber wir haben nicht genug Geld, glaube ich. Wir haben wenig Kohle gemacht gerade irgendwie. Gefühl. Natürlich kriegen wir den Käse automatisiert. Congratulations. Na, links. Ja, weil es mehr Kohle gibt. Richtig. Wir kaufen so, nichts in der Tiefe. Also so, das heißt, wir kaufen den Greifer. So, das heißt, der schiebt hier immer, hätten wir jetzt noch einen Kombinierer. Ja, er hätte Fahrradkette, ich weiß. Vorhin war er da. Hat man kein Geld. Hätte Fahrradkette. Nee, lass ihn schon so weiterschieben. Schon okay. Ja, dann. Weiter geht's. Halt, wir brauchen aktuell nicht forschen. Wir brauchen erstmal nur Greifer. Mhm. Obwohl, halt, warte. Es könnte danach ein Eckgreifer raus werden. Dann weil wir müssen halt irgendwann umswitchen auf Eckgreifer. Komm, ich vorschalte. So, komm, weiter geht's. Wie lange haben wir noch? 60 haben wir noch, okay. Gut, das Kabel nochmal gescheit machen hier. Okay. Sagt die Uhr, okay. Ein, zwei Runden können wir noch.
Sauerei, Traum. Der, wenn du da was hinstellst, dann macht er halt keinen Käse mehr weiter, ne? Ich kann nicht wegnehmen für andere. Hat aber seitdem nichts mehr doppelt gepostet, Traum, ne? Seitdem ich das umgestellt habe. Also ich glaube, ich habe es jetzt nicht hingekriegt. Als nächstes bin ich am Basteln, dass mir, wenn wir einen Vote machen, was sehr selten passiert bei mir, ja, dass der Vote auch im Stream angezeigt wird. Ich hatte das früher von Tippy Stream. Die hatten so eine Maske, dass der Vote dann angezeigt wurde, aber die hat... Ja, von 10 Mal hat die einmal funktioniert oder so, dass der Vote im Stream angezeigt wurde. Und es war eine extra Browser-Source. Und jetzt kann ich mir das mit diesem neuen Bot selbst basteln. Da habe ich, kann mein eigenes Layout auch basteln, da habe ich Bock drauf. Da habe ich heute mal so ein bisschen was getestet. Das hat gut funktioniert. Die Tests, also ich konnte schon quasi die Vote-Ergebnisse in einen Buchstaben-Code, also in einen Textcode umwandeln. Das lief ganz gut. Und jetzt muss ich halt nur noch passendes Layout basteln und so. Da habe ich auch wieder Spaß dran. Ich sage ja immer wieder, das Hobby besteht ja bei mir aus den drei Punkten. Einmal Gaming an sich, klar. Und dann aus Stream basteln und dann das Streamen an sich und die Interaktion mit euch. Aber dieses Stream, Dinge basteln, verändern, irgendwas noch mehr verbessern, neue Features und so. Das ist halt auch ein erheblicher Teil, an dem ich sehr viel Spaß habe. Ich glaube, wir schon fast anrufen, ne? Ja. Wegen den Kaffeetischen vor allem. Ich hol das Telefon mal vor, nächste Runde. Wir müssen ja nicht, aber dann haben wir es zumindest mal griffbereit. Weil jetzt, dass der Käse immer kommt, weißt du, das ist schon cool. Kannst du direkt dann greifen, auf den Burger klatschen oder ich mach's schon direkt. Auch Leute, für die ist es ein Graus, mit denen ich mich auch schon unterhalten habe, man erzählt, oh cool, habe ich voll Bock drauf, was ich alles machen kann mit dem neuen Bot und so. Und da, die haben halt, was heißt nicht Desinteresse, aber die sind halt froh, dass denen ihr Stream läuft und die haben kein Interesse, die wollen das nicht ändern, das ist ja auch okay. Ja, ich bin halt so begeistert davon, dass ich sage, ey, ich kann jetzt das machen und kann das so automatisieren und so. Da rede ich mit denen drüber und dann, ja, brauche ich nicht, ne? Ist ja auch in Ordnung. Solche Leute und solche Leute, ne? Aber ich meine, ich habe ja meine eigenen Alerts halt, die angezeigt werden, klar, ja schon länger. Und wenn ich am selben Design noch Vote habe, dann mache ich auch wahrscheinlich mal mehr Votes im Stream, weil ich aber auch selbst Bock drauf habe, was das dann angezeigt wird. Mal gucken. Aber das wird noch ein paar Tage dauern. Für 30.000 Kanalpunkte ein Vote bestimmt. Du kannst auch Votes mit Kanalpunkten machen. Klar, aber das mache ich nicht, das ist Quatsch. Also wie gesagt, da gehen noch 2-3 Tage ins Land. Auf lange Sicht kommt ja auch da hinten, ihr seht es gerade nicht, dieses Handtuch da von der Wand weg, was ja echt eine Notlösung war. Es macht echt Spaß, mit diesem Bot zu programmieren. Und auch gerade, wenn ich jetzt das mit dem Vote dann mache und so. Das muss ich auch wieder alles in diesen Bot da reinprogrammieren. Dass er mir dann alles richtig anzeigt, das Bild und dann die verschiedenen Texte und so. Und wer wie viel abgestimmt hat und das automatisch aktualisiert und so. Und so ein paar Abfragen basteln, ist schon lustig. Ja, was haben wir gekriegt? Smart Greifer, was? Hm. Ja, kaufen. Ach, smarte Greifer. Ja, habe ich doch schon. Wo können wir gerade noch nichts mit anfangen? Scharfes Besteck. Ja, wir müssen würfeln. Nee, warum? Wir brauchen ein Blaupausenkamm mit, bevor wir wieder was einspeichern können. Ja, also, darum würfeln wir. Ja, mach. Willst du noch einen Esstisch? Nee, ne? Nö, wir bräuchten einen Kombinierer, aber. Mir schon klar, zu Anfang gab es, da konnten sie sich leisten, jetzt kommen sie nicht mehr. Kommt Blaupausenkabinett. Ja, und einen Abtropf bringen. Nehmen wir auch mit.
Das können wir einmal kaufen. Wir haben nur eins gebraucht letzte Runde. Nee. Wieso nee? Warte, lass mich überlegen. Doch, können wir machen. So, willst du noch eins mitnehmen? Ja, klar. Also, die muss immer voll sein. Nee. Hört eine Mikrowelle draus. Ja, braucht man nicht. Bums. Gut, dann ready for fight und los. Alla gut. Ich hab gedrückt. Ja, ich auch. Mhm. 2 Sekunden später noch. Ach, scheiße, ist ja jetzt 2-mal kopieren. Da geht's ja schon wieder mit los hier. Scheiße, ich wollte das Telefon vorholen, egal. Ha! So, was wollen sie denn? Normalen Burger und ein Cheese. Will ich? Normalen Burger, sehr schön. Also ich würde den Käseburger nehmen. Normal ist mir, glaube ich, zu läppisch. Käse. Nicht ersticken. Einmal Käse. Einmal normal, 2-mal Käse. Ja, ich weiß, jetzt gab es kurz keine Burger, aber... Ja und? Ich hab da noch. Käse, 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 Käse und unten einen normalen. Okay. Falschen Burger gegeben. Ja.
Was ist denn das? Kombini? Ja. Nee, Porzellanierer. Scheiße. Geschirr. Geschirr. Nein. Was? Oh, Schwein gehabt. Schwein gehabt. Hast du nicht kopiert oder was? Eigentlich doch, geforscht. Hab ich. Nee, braucht ihr auch nicht. Erstmal Smartgreifer noch lassen. Achso, ich dachte, du wolltest Eckgreifer haben. Nee, nee. Erstmal noch Dingsgreifer lassen. Ich komm eh nicht zum Spülen. Kann ich mir das Telefon da hinstellen? So, dann rein in die Öl. Wir haben so ein Pech. Wir haben wirklich ein Pech. Wir können nichts davon gebrauchen. Wir brauchen keinen Portionierer. Ich sag es dir, Kombinierer werden nicht mehr kommen. Das ist so dumm programmiert, oder? So, komm, einmal noch. Ganz oder gar nicht. Kaffeetisch. Wozu? Warum kopieren und rein dann die Olga? Ja, aber jetzt haben wir kein Geld mehr, um nächste Runde beides zu kaufen. Na, ich telefoniere jetzt. Brauchen wir noch nicht beides kaufen, oder? Könnten wir denn schon irgendwas damit anfangen? Weil wir keine Kombinierer haben, nö. Das ist das Problem. Wäre eine Frage, wäre eine... Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Just fun. Ah nee, dann kommst du ja nicht mehr an die Patties ran. Ah, oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wenn wir noch einmal Fleisch hätten, dann könnten wir das hier oben automatisch machen, ja. Das ginge. Aber ich muss die anderen zwei auch noch bedienen können. Oder wenn wir sichere Kochstellen hätten. Noch eine zweite, ja. Wenn noch eine käme, würde ich es auch noch mal reinmachen. Aber ich habe das Gefühl, die kommen jetzt auch nicht mehr, die Kochstellen. Entweder kommen sie komplett ganz sicher oder gar nicht mehr. Ja gut, egal, weiter geht's. Nutzt ja alles nichts. Es nutzt nichts, ja. Hey, ich meine, wir kriegen 12 pro Anruf, aber trotzdem. Nein, 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 jetzt habe ich... Ah, ich kann ja wieder da drauf legen, ich Idiot. Ja, ja genau. Es ist spät, es ist spät, es ist spät. Gut, dass wir uns wieder einig sind. So, da oben muss der normale Burger hin, dann brauche ich einen Käseburger, da kommt er auch wieder nicht hinterher seiner Arbeit, dann brauche ich noch einen Käseburger, kommt er auch wieder seiner Arbeit nicht hinterher. Service ist wieder heute top, aber Küche ist ja wieder... Ja, 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 ja. So, dreimal Käse. Oh, ich brauche Käse, genau. Du musst hier so funktionieren, du darfst gar nicht nachdenken, du musst einfach machen in dem Spiel. Du musst die Automatisierungen so drin haben. Ja, dass du selber automatisiert. Quasi, ja. Ne? Und das mit der stumpfen Fließbandarbeit. Ja, stimmt schon. Ja, ist stumpfe Fließbandarbeit, ne? Sind ja immer wieder dieselben Schritte, ändert sich ein bisschen was. Ja, je mehr du automatisiert kriegst, desto besser wird's halt, ja. Ja, jetzt habe ich Schlange draußen, scheiße, ey. Ah, ruhig Blut, ruhig Blut. Wir haben Kaffeetische, alles cool. Ja, die sind ja voll. Ich hatte den ganzen Spielstand vorne dran, Schlange, ununterbrochen. Jetzt reg dich nicht auf, wenn du mal kurz Schlange hast. Doch, weil der Service hier ist einfach heute top. In diesem. Ja. Kriegt wieder den Streamer-Fronten hier. So, was brauchen wir denn hier? Käse. Zack. Nochmal Käse. Ich brauche mehr Käse. Nochmal Käse. Zack. Ich brauche noch einen Käse. Genau. Wunderbar. Zack, zack. Guck mal da. Da ziehe ich hier die Kaffeetische und die Schlange weg. So, braucht hier einer einen normalen Burger? Natürlich nicht, ne? Und schon wird ein Käseburger draus. Käse, 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 normal, okay. Käse, normal. Käse. Käse, normal. Ne, da war eine normale Scheiße.
Ja, da war es aber gerade rot, ey. Scheiße. Ja, lass. Ich komm nicht hinterher. Ich brauch Spülplatz. Ich komm grad nicht hinterher. So. Brauchen die oben nochmal einen Burger? Ah, fuck, falsch. Nach ganz oben. Was brauchen die denn oben noch? Scheiße, Käseburger. Oh, das bitte gerade nicht voll. Ich brauch Platz im Notfall. Jetzt sind alle drin. Das bringt auch nichts. So, Käseburger. Zack, 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 zack. Ja, warte, 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 vom nächsten annimmst du. Teller, zack, zack, zack. Ich glaube, nochmal schaffen wir es nicht. Noch eine Runde. Doch. Wenn du Verrückter nicht anrufst. Ich habe einmal durchgeklingelt. Ja, ein einziges Mal. Ich habe unten auch forschen müssen. Ne? Ich habe einmal gebimmelt. Also. Ja, und? Du kannst gerne mal vorne, dann siehst du mal, wie scheiße das ist. Die Laufwege sind hier oben zu lang, weil ich bis unten bis zum Käse muss, um dann noch bis da oben zu Nee, ich habe die immer hier hingelegt, hier oben. Ja, nein, nochmal. Das liegt nicht daran. Ich muss aber von. Warte, was? Ja, rechts auf jeden Fall erstmal. Hier, ich muss von hier nach da oben und dann nach da. Ich brauche die Schuhe, aber ich krieg die Schuhe nicht an. Eigentlich muss die Fettmatten nach vorne. Scheiß auf dich, blöd gesagt. Arschlecken, ist so. Ah, Spielbürste. Der Game Changer. Wenn du so haben willst. So, smarter Greifer. Brauchen wir nicht mehr. Klar, jede Runde wird einer gekauft. Wozu? Bis wir dann. Ja, wenn dann irgendwann mal Kombinierer kommt. So. Wie viel haben wir noch? Können wir? Und wenn wir die kaufen, können wir dann noch einmal rollen. Ja, und dann müssen wir irgendwas rausschmeißen. Den Kaffeetisch zusammen. Ja, den Kaffeetisch im Notfall. Aber wenn wir jetzt kaufen. Wirst du uns eh woanders hin, du musst sie greifen. Wir machen über die Schuhe. So, dann. Würfel einmal. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal auf gut Glück hier. Nee, kannst du keine vergessen. Chance. Keine Chance. Das ist so lächerlich. Wenn die am Anfang kommen, sichere... Ja, es ist saudumm. Wenn die am Anfang kommen, kommen die nie wieder. Das ist saublöd. Ja, genauso wie die Kochstellen. Wenn die am Anfang kommen, wir hätten den... Die kommen jetzt auch nicht mehr übrigens. Ne? Nein, warte. Ja, aber warte. Es kam in der ersten Runde, kamen die kombiniert. Die hätten wir da kaufen müssen und am Ende der zweiten Runde hätten wir sie kaufen können.
Und da war zu am Ende der zweiten Runde war immer noch eine Kochstelle. Und dann hätte man die Kochstelle kaufen können. Ja, dann hätte man zwar das Förderband nicht mitgenommen, aber dann wäre das Förderband nicht mehr gekommen. Nee, dann hätten wir auch den Forschungssicht nicht kaufen können. Das war das den Problem. Kopiertisch, meinst du? Nee, den Forschungstisch. Ach so, ja. Den hat man zu Anfang, das war auch kacke. Ja. So. Ja, jetzt zieh halt immer die Schuhe an. Ja, warte mal. Kriegen wir da nicht irgendwie... Nee, wir es fehlen Kombinierer, ne? Mhm. Juhu, wir haben was automatisiert. Das würde uns nichts bringen, aber... Klar! Warte. Ich bin überlegen, ob wir es generell noch umbauen. Ob ich generell dann nicht... Dann muss ich noch hier stehen, weißt du? Können wir alles noch eins vorholen. Ja, eins vorholen, dann können wir hier von mir auch noch eins weg. Dann kannst du im Notfall noch mal vorne und dich nur um Spülen kümmern. Reicht schon. Warte, dann lass doch direkt ganz abgewichst sein. Dann lass alles so ranholen, dass das hier hinten steht. Dann kannst du mitbedienen. Dann machen wir immer so einen Rundlauf. Nein. Ganz wilde Sache hier. Eins noch weiter vor dann, ne? Ups. Ja, die Kochfläche kann weg. Kriegst du nicht bedient. Doch. Klar. Aber ich kann dir manuell eins rüberlegen. Hast du keine Zeit für? Du hast konstant immer Patty. Immer Patty hast du liegen. Immer Patty. Du brauchst ja nicht nachlegen. Du brauchst nur nehmen, zack, 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 zack. Und Fett ohne Ende, da kommst du gar nicht. Du glaub mir, aber mach ruhig, wenn du wieder meinst. Ach so, du meinst, weil er ja eh immer durchgebrannt ist, ne? Ja, der schiebt immer durch. Sobald du da den Burger wegnimmst, bam. Ja, deswegen, das hört nur auf, wenn du dann Patty drunter legst, dass es nicht mehr verkokelt. Ja, so ist mein Plan. Ja. Die Frage ist, ob wir den Käse noch eins hochholen sollen. Oder brauchen wir den Platz? Nee, brauchen wir. Für was? Hier oben sind zwei normale Burger und da ist Käse hier. Aber der muss den Käse da hinschieben, wo er hinschiebt. Also muss es so bleiben von der Größe. Ja, sonst hast du nur... Genau. Jetzt die Brille verdatscht, obwohl ich gar nicht... Ja, wird schon schief gehen. So. Gut, komm. Warte. Gar nicht drauf geplatscht. K und los. Ich forsche aber nur einmal... Ich forsche nur an. Das erste Mal forsche ich nur an. Danach musst du fertig forschen. Ich muss schneller bedienen. Also ich kann hier nicht hinten. Denk deine Schuhe, Spülbürste, ne? Ja. Ach ja, siehst du, die musst du zuerst anziehen. Und dann kann ich schon gar nicht forschen. Ach doch, klar. So ist angeforscht. Den Rest machen wir, wenn es fertig ist.
Ja, aber klar, dass du Penner jetzt was anderes willst. Gott, ich hab ganz viel Schmutz. Ich hab ganz viel Schmutz. Ja, mach mal. Ganz entspannt. Ganz entspannt, würde ich sagen. Ist zwar entspannter, ja. Also, dass auch die automatisch draufgeschoben wurden, war schon eine gute Idee. Kombinierer! Kaffeetisch raus. Wir kaufen beide Kaffeetische. Ja. Muss dann reichen, ja, an Kaffeetischen. Ja, natürlich. Weil wir dann auch unten sind und mehr geht nicht eigentlich. So. Ja, wir können noch einen Förderband kaufen. Dann ist, haben wir kein Geld mehr. So, und dann tun wir aber den Forschungstisch noch dabei. Um daraus Eckgreifer zu machen. Smartgreifer haben wir jetzt genug. Mhm. So, was noch? Ja, Geld haben wir so oder so keins mehr, ne? Mal überlegen, wie wir es gleich machen, dass die Patties draufkommen. Mal überlegen wir uns dann. Machen wir gleich irgendwie. So, weiter geht's, ne? Mhm. Ich zieh mich wieder an. Forsche beides an, weil dann können wir es immer noch, wenn der letzte Gast schon drin ist.
muss die sichere Kochstelle tauschen. Ja, war zu langsam? Nee, ich bin eher hier unten. Ach so. Ich zieh immer von unten weg, weißt du? Scheiße, scheiße, scheiße. Greifer draus geworden. Ja, ja, war ja logisch. Und alles kopiert. Ich habe übrigens geguckt nach der Mod für Dyson Sphere Program. Ist mit der neuen Version nicht kompatibel. Welcher? Multiplayer meinst du? Ja, ja. Leute haben schon, ja, schade. Haben schon im GitHub geschrieben, ist auch schon ein Post auf, dass der Modder sich darum kümmert, aber keine Ahnung, wann das passiert. Da gab es jetzt dieses umfangreiche Update, dass man angegriffen werden kann, ne? Vor ein paar Wochen. Heißt angegriffen werden kann, man kann ja auch angreifen, ne? Also das ist so ein, ja, dass man halt jetzt diese Bedrohung hat, die war von, also ja. Ich das letzte Mal gespielt habe, gab es die noch nicht. Nee, ja, das ist ja auch nicht. Schon was her, wo wir es gespielt haben, ne? So zweimal. Ja, zu Release halt, ne? Also Early Access Release. Ja, noch zweimal Käse. Käse, Alter. Arbeitet dran, aber. Der Schmutz geht mit dermaßen auf den Sack, ne? Ich mache ihn weg, er ist sofort wieder da. Ultra nervig gerade. Ach, come on, ich hab gerade geputzt, ey. Ja, wenn du nicht ganz weg machst, schleppst du dir den nur rum. Ich mache ihn die ganze Zeit ganz weg. Aber ich kann ja. Nee, sobald. Ja, ich mach ihn weg. Halt. Nee, ich mach ihn weg. Ich kam nur gerade nicht dazu. Weil er mein Burger angebrannt, aber ich mache ihn immer ganz weg. Aber dann dauert es in der Regel 2-3 Burger, ist es sofort wieder da. Das ist super nervig. Können gerne mal tauschen. Und weil du halt hier rumstehst in dem ganzen Müll, also weil du halt nur so kleine Gänge nur hast. Ach Mann, ey, verdammte Scheiße. Das war eine harte Runde. Ja, danke. So. Gut. Deko-Runde. Deko-Runde. Was bringt uns das nächste? Eigentlich nichts, ja, aber nix. Wir müssen drauf hinarbeiten. Ja, aber erstmal haben wir jetzt alles gekauft. Geh mal kurz bitte weg. Ja, aber ich würde noch einmal kopieren.
Ja, ja, klar. Für komm. Falls das mit wirklich mit den Patties kommt, weil sonst sind wir. Nee, Kombinierer brauchen wir jetzt 3-4. Also da lasse ich, da diskutiere ich nicht. Wir könnten jetzt aber eine Burgerlinie durchproduzieren lassen. Ja. Tun wir die mal eben nach oben. Nee, unten. Die machen unten, wir unten, unten. Ich brauche das unten. Was brauchst du unten? Ich brauche unten die Burger. Fertig. Nicht oben. Weil ich hier unten stehe die ganze Zeit. Verstehst du? Ja, du, aber was hältst du davon, wenn hier oben standardmäßig der eine blöde Burger ohne und du kümmerst dich da unten nur noch um Cheeseburger? Genius. Gut, den müssen wir erst noch drehen und fertig programmieren. Aber ansonsten wäre das möglich. So. Können wir eben kurz liefern? Ja. So. Da wäre dann der Cheeseburger. Da wäre immer der fertige Burger. Da ist dann immer ein fertiger Burger. Gut, kann er da gar nicht mehr ganz nach oben legen, ne? Ist egal. Weil die Burger, die schieben sich ja dann automatisch irgendwann zurück. Mhm. Also sprich, auf dem Förderband steht auch schon direkt einer, selbst wenn ich zwei brauche, habe ich direkt eine in der Hinterhand. Das Feld ist sozusagen dann das Förderband. Mhm. Nächste Runde können wir den nächsten machen, ne? Ja. Theoretisch gesehen können wir dann nächste Runde hier oben standardmäßig erstmal Cheeseburger draus machen, wenn du willst. Wäre mir nicht dann auch möglich. Das dauert zu lange. Wieso? Das ist zu langsam. Haben wir noch ein weiteres Förderband. So, ja. Ja, dann machen wir erstmal den nächsten Burger und dann brauchst du eigentlich immer nur noch Käse rüber in den Burger tun. Käse rüber in den Burger tun und danach ist hinten fast automatisieren, dann sind wir beide hier vorne. Dann können wir, dann kann die, ich mich mit können wir eine sichere, die sichere Kochstelle können wir da rausnehmen. Ja, in der Tat. Dann geht's schneller da oben. Aber das heißt, du bist unten langsamer. Das heißt, theoretisch gesehen müsstest du die andere Kochstelle auch gegen die sichere austauschen gegen die unsichere. Weil es dann schneller geht. Weil wir ja die Bumps direkt runterschieben, sobald es fertig ist. Ja, aber das passt schon. Das sollte passen. So viel langsamer ist ja nicht. Dein Wort in Gottes Ohr. Wenn ich anfange zu ziehen, fange ich an zu ziehen. Ne? Ich sag's nur. Ja. Gut. Ja. Du kannst forschen, weil du hast keine sichere, du hast eine sichere Kochstelle, also es kann nichts verbrutzeln. Stimmt. Aber nur kopieren, ne? Nicht forschen. Ja, genau, richtig. Gut, dass wir uns drauf achten. Eine sichere Kochstelle. Okay. Wenn wir am Ende dann so weit automatisiert haben, ist deine Aufgabe eigentlich nur noch vorne zu stehen, was man sieht, was die bestellt haben. Ja, genau, ich stelle mich hin, GFK. Jetzt wollen sie auf einmal alle normalen Burger. Sind das Penner hier?
Ich würde es nur da aushelfen. Ja, dann komm nach vorne, bedienst du mit. Nee, ich meine vorlegen. Wenn ich da jetzt vorkomme, ich bringe nur den Kumpel rein. Ich habe jetzt schon Schlange, das kotzt mich gerade an. So, alles Cheeseburger, okay. Normale Burger, zwei Stück, okay. Cheeseburger zweimal. Einen normalen Burger und einen Cheeseburger. Fuck. Oh, das war's. Nee. Puh, ganz einmal. Knapp. Ganz knapp. Weiß, aber knapp. Ja, wie immer, ich sage es dir, das war richtig entspannt vorne für dich für den Service mit dem der Pizza meinst du? Mit dem Einweichbecken, ich sage es dir. Ja, ja, ich weiß. Wir hätten da wären wir schon zehnmal vorher drauf gehen weiß, können, wenn wir das weiß, nicht gehabt hätten. Ich weiß. Das hier ist richtig übel. Und ich meine, das ist. Mach dir ja keinen Vorwurf, wenn es so, ja, wenn es so geil, ist. Alter. Das, ja, das komm, war unser Kill, lass uns drauf gehen. Ja, das war unser Kill. Lass uns drauf gehen. Ja, du hättest den Burger einfach liegen lassen müssen. Du hast mir gerade den Käse weggeschnappt. Ist egal. Doch. Ist egal. Nee, die Runde war eh. Es ist spät genug und wir doch, hatten weg. Einfach kein Würfelglück. Wie oft haben wir gerollt und haben nur Crap gekriegt. Ne? Lange ist wie eh, hast du Traum? Jetzt oder was? Oder ist ein Feiertag, von dem ich nichts mitkriege? Nee. Ist ein Feiertag? Am Montag? Nein. Raum, du kannst ja was nicht schreiben. So, ja, wir gucken beim. Nein, Freitag. Ja, aber Freitag ist doch kein langes WE. Ich muss arbeiten. Sag sowas nicht. Gut. Keine Ahnung, wann wir wieder zu PlayTab kommen. Wir haben es jetzt viel gespielt wieder. Es hat auch Spaß gemacht. Mal gucken, was ich morgen abends spiele und streame. Ich sage auf jeden Fall mal danke. Bei Gelegenheit gerne wieder. Ja. Ich wünsche dir eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. So, das war PlayDub für heute und ich weiß nicht, ob wir es morgen nochmal machen. Wir haben es ja jetzt lang genug und oft genug gemacht. Wir haben jetzt wieder ein paar Essen ausprobiert. Wir kamen sehr weit mit der Pizza. Bei den Burgern, ja, manchmal ist das Würfelglück einem nicht hold und wir haben es einfach nicht hingekriegt jetzt am Ende. Und mir war es auch zu nervig. Ja, jetzt gerade im Limit und dann hat's halt geknallt. Ist auch okay. Ist okay, das Spiel ist auch dazu da, dass man auch irgendwann mal drauf geht. Und ich weiß noch nicht, was ich morgen spiele und streame. Ich werde auf jeden Fall wie immer ein bisschen am Stream basteln nach der Arbeit. Oh nee, ich habe aber auch noch Friseurtermin. Ich habe Friseurtermin, ich muss Essen einkaufen. Ich weiß gar nicht, wann ich anfange morgen. Und vielleicht gibt es nur eine Stunde Wahlheim, ich weiß noch nicht. Wir gucken mal, auf jeden Fall nichts Hektisches, Großes morgen. Und dann sonntags die Sonntagspiraten. Das steht als nächstes an, dass ihr hier jetzt Bescheid wisst, was noch so hier los ist. Auf jeden Fall ist an dieser Stelle hier jetzt Schluss. Und zwar für den Livestream, wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.